Ja, moin moin Leute, herzlich willkommen zurück zu Pokémon Purpur auf der Nintendo Switch natürlich wieder. Wir haben im Moment das Sinnvaro-Event, das würde ich gerne hier in diesem Part natürlich mit euch in Angriff nehmen. Das heißt, das werden wir gleich starten. Was gibt's Neues in Pokémon? Es wurde auch das DLC angekündigt und das habe ich auch schon gekauft für 35 Euro. Wie man sieht, habe ich auch die Kleidung, die ich jetzt trage, ist aus diesem DLC. Die gibt es da sogar direkt zum Anfang sogar. Eigentlich sogar sehr, sehr schick. Habe ich natürlich direkt angezogen, die Kleidung und so. Ja, das Sinnvaro-Event ist im Moment aktuell und es geht sogar, glaube ich, sogar nur eine Stunde. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir schnellstmöglich das Sinnvaro kriegen. Ich würde sagen, das schaue ich natürlich erstmal. Moment, ins Menü natürlich rein. Ja, direkt ins Poké-Portal. Online-Verbindung habe ich natürlich aktiviert. Und hier rechts sehen wir auch nochmal herunterladbare Inhalte. Das kann ich auch so nochmal zeigen. Ist ja der Schatz von Zone 0, die türkisgrüne Maske und die indigo-blaue Scheibe wäre ja das DLC, was natürlich erst ab Herbst, ja, dieses Jahres erst kommt. Das ist natürlich noch lange hin. Aber wenn man es schon kauft, kriegt man natürlich die Kleidung, die ich ja gerade gezeigt habe. Wenn ich nochmal auf Details gehe und natürlich ein Pokémon. Das gibt es natürlich für Leute, die es früher kaufen, das wäre einmal, wo habe ich das denn noch? Also Windeburg und Eisenblatt waren dann ein Extra-Event, genau, Zoroark. Also Zoroark kriegt man natürlich auch dann, wenn man das DLC kauft, auch sehr, sehr geil, gibt es so in Paldea nicht zu bekommen und so. Windeburg, Eisenblatt war ja das letzte Event, die habe ich privat noch geholt und so schnell. Dann würde ich eigentlich sagen, schauen wir direkt ins Poké-Portal. Ja, nehmen, wie gesagt, hier in diesem Part auf jeden Fall erstmal an so ein paar Raids teil. Weil ich möchte das natürlich unbedingt haben. Das Sinnvaro ist natürlich wieder Titan. Sinnvaro. Also ein Titan-Pokémon, da ist es auch schon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Sternchen hat es natürlich. Das heißt, schauen wir natürlich direkt rein. Ich würde sagen, ich nehme Miraidon immer mit rein, oder? Als Pokémon. Wir haben unser schönes zweites Miraidon, welches ich auf Level 100 habe. Sollte bei Flug eigentlich passen, oh. Ja, und ich glaube, das geht sogar nur eine Stunde bis 19. März um 0 Uhr. Und das ist jetzt dann 23 Uhr, also kurz nach. Also eigentlich Viertel nach schon. Das heißt, wir haben knapp eine Stunde Zeit, das schöne Sinnvaro noch zu kriegen. Und ich möchte es unbedingt natürlich haben. Wenn wir es haben, können wir natürlich weitere Raids gerne machen oder ein paar Pokémon farmen. Das muss ich schauen. Jetzt muss ich natürlich schauen, Pokémon Wechsel auf jeden Fall. Mein Zoroark, welches ich gratis gekriegt habe fürs DLC. Ja, es soll nur Level 50, wie wir links sehen und so. Pokémon Boxen. Wollte ich das zweite Miraidon? Ich glaube, irgendwo hinten, genau hier. Also Pokémon Box 16, oh. Ja, nehme ich natürlich erstmal Miraidon mit rein. Also ich hatte schon gelesen, einige haben das irgendwie sogar sehr schnell bekommen, das Pokémon. Und einige auch nicht so schnell. Soll aber recht einfach sein eigentlich, das Event diesmal. Zumindest habe ich das so gelesen. Ich weiß es nicht, wir werden es sehen. Wir versuchen jetzt das erste Mal, das Sinnvaro zu kriegen auf jeden Fall. Wäre natürlich cool, wenn das auf Anhieb klappt. Und ich das Sinnvaro so mit abhaken kann. Ja, somit erster Versuch. Im Sinnvaro-Event. Vom Typ Flug natürlich Titan-Sinnvaro. Ja, lange her eigentlich mit Pokémon. Wir haben jetzt auch schon ein bisschen länger kein Pokémon gespielt und so. Ich würde sagen, das passt eigentlich auch mit dem Event im Moment. Sehr, sehr cool auf jeden Fall. Muss auch schauen. Ich würde sagen, am besten mal so draufmetzeln, oder? Erstmal aufladen. Also Ladevorgang und dann Blitztour, oder? Ja, machen wir mal. Erstmal Ladetour. Ja, Ladevorgang. Nicht Ladetour. Wollen wir auch schauen, die anderen haben auch Eisenhandel so mit drin. Ja, das hat schon gut was abgezogen bei mir rein und gerade. Ich würde sagen, ich hau direkt gleich drauf mit Blitztour, oder? Ja, direkt Blitztour. Würde ich sagen, einsetzen. Dann sollte die anderen Heilung einsetzen. Sonst würde ich gleich Heilung einsetzen, oder? Aber ich muss natürlich auch immer dementsprechend ab und zu schön drauf. Und der eine ist sogar einmal gestorben, sehe ich gerade oben links in der Liste. Mit seinem Pokémon. Das ist natürlich gar nicht gut.
Und er hat natürlich sein Schild drin jetzt noch. Oha. Könnte sein, dass wir es beim ersten Mal auch gar nicht schaffen. Aber schauen wir mal. Erstmal weiter drauf. Ja, super. Ich würde sagen, Moment. Anfeuern und auf die Beine für Energie. Der eine ist mir auch gerade wieder gestorben mit Eisenhand. Super. Das ist gar nicht gut. Zwei sind sogar direkt und wieder einer gestorben. Und dann geht die Zeitleiste oben jetzt natürlich schön schnell runter, kann ich sagen. Das ist gar nicht gut. Müsste sogar wieder anfeuern feuern auf die Beine. Der eine mit seinem Eisenhand auch wieder roter Bereich. Super. Ich glaube, unser erster Versuch wäre nichts. Er hat immer noch Schild drin. Miraido leider rausgekickt und somit zeitgleich weg, oder? Also fast weg auf jeden Fall. Ne, direkt raus, oder? Ja, eigentlich Zeit weg, das heißt ja, erster Versuch leider nichts. Super. Das gefällt mir natürlich gar nicht. Weil ich das schöne Titan-Sinbaru natürlich gerne hätte. Ja, unbedingt so schnell wie möglich eigentlich, würde ich sagen. Aber die Zeit rennt von diesem Event. Schade, schade, schade. Direkt rausgekickt im ersten Versuch hier. Ja, nützt nichts, gehen wir natürlich erneut rein. Ja, wenn ihr mal mitspielen möchtet, könnt ihr das natürlich sehr gern wie immer natürlich gern machen. In, auch in weiteren Parts natürlich auch gerne in Zukunft. Heißt, erstmal natürlich direkt wieder aufs Poképortal drauf. Und nächsten Raid starten. Wenn Sinbaru natürlich drin ist, müsste aber eigentlich. Ja, ist sogar direkt drin wieder, okay. Aber schade. Hätte, wäre natürlich geil gewesen, wenn es beim ersten Mal schon geklappt hätte, oder? Müssen wir natürlich schauen, dass es nach und nach klappt irgendwie. Aber die anderen mit ihren beiden Pokémon da eben sind da öfters gestorben. Das heißt natürlich immer wieder schön baden und Tee trinken. Okay, Lobby ist offen. Ich würde sagen, erstmal direkt wieder mit Miraidon rein, ne? Mein Quajutsu ist übrigens auch Level 100, hätte Wasser und Licht. Skedo natürlich Feuergeist wäre auch Level 100. Nee, ich würde sagen, auf jeden Fall mit Miraidon wieder, ne? Die anderen nehmen auch alle Miraidon, okay. Außer der Lancaster, der hat einen Riffex irgendwie mit drin, okay. Ja, das heißt dreimal Miraidon. Direkt am Start hier. Somit zweiter Versuch. Das heißt, wir haben jetzt hier die volle Miraidon Power im zweiten Versuch. Dreimal Miraidon. Ich sage, hat was, oder? Erstmal Ladevorgang auf jeden Fall, würde ich sagen. Da macht der andere auch gerade, habe ich gesehen. Der eine haut direkt drauf, okay. Oh, das sieht gut aus gerade oben in der Leiste. Riffex ist gerade im gelben Bereich, ich hau mal trotzdem drauf. Okay, der eine hat schon direkt geheilt, das ist sehr gut. Das ist sehr, sehr gut, die anderen Spieler denken also schön mit, aber... Na, was heißt aber, die Leiste oben, fast zur Hälfte runter, aber er hat ein Schild jetzt drin. Ich weiß, eigentlich müsste man jetzt mit Terra-Angriffe drauf, aber man muss ja erst dann viermal irgendwie draufhauen. Ja, bevor man überhaupt Terra einsetzen kann, ne?
Wir sollen direkt weiter drauf. Und hoffen, dass wir es direkt schaffen hier. Zeit sieht auch gut aus im Moment. Aber Riffex ist gerade einmal gestorben, sehe ich gerade. Oha. Nicht wahr. Aber trotzdem gut was abgezogen gerade mit Miraidon. Das heißt, es ist ganz gut, dass wir alle Miraidon drin haben. Nein, der haut sogar zweimal zu und kann nicht sein. Somit von der Zeit natürlich ein bisschen runter und noch mehr runter, weil noch einer gestorben ist. Kann nicht sein. Das ist eigentlich ärgerlich. Aber wir haben hier ein sehr, sehr gutes Team gerade eigentlich. Zeit noch weiter runter. Gar nicht gut. Das ist einfach Blitztor ein, das bringt aber eh nichts mehr, ne? Weil jetzt leider alle zu oft gestorben sind, ist die Zeit sehr gut runter wieder. Ah, sowas hasse ich ja. Wir haben ihn zur Hälfte eigentlich. Das war jetzt nur, weil öfters die Pokémon leider K.O. gegangen sind, ne? Das Team aber sonst sehr gut gewesen. Zumindest mit der Miraidon Power, die wir gerade hatten. Ja, heißt, ich setze natürlich weiter schön Miraidon ein, immer schön mit Blitz drauf. Und hoffe natürlich, dass gute Spieler wieder reinkommen, so wie jetzt gerade eben. Ärgerlich ist immer, wenn alle nur draufhauen. Und dann die anderen Pokémon K.O. gehen, dann geht die Zeit natürlich schön schnell, extrem schnell runter. Na gut, der eine hat der andere geheilt gehabt irgendwie noch. Okay, somit. Moment. Nächster Versuch natürlich direkt über Poképortal. Ja, ich will es auf jeden Fall haben. Das Silvaro, das Titan Silvaro. Und sogar direkt wieder mit drin in der Liste. Ich würde sagen, das passt. Nur die Wartezeit ist aber nervig, ne? Aber hat direkt geklappt, okay. Ja, ich würde sagen, ich nehme natürlich auf jeden Fall wieder Miraidon, wie immer. Der Shampoo hat übrigens das eine Pokémon noch. Arcana Raichu. Und der andere nimmt auch Miraidon. Okay, alle auf Elektro irgendwie noch. Das ist eigentlich sehr gut. Das heißt, Baru schön schocken mit Blitzattacken. Somit Anlauf Nummer 3. Aber ich denke mal, irgendwann wird es schon klappen. Erstmal würde ich sagen, natürlich Ladevorgang direkt als erstes einsetzen. Nein, Raichu ist gerade direkt sogar gestorben bei dem einen. Ist nicht wahr. Dadurch Zeit direkt extrem schnell wieder runter. Super. Normalerweise müssten die anderen jetzt schön heilen und ich dann schön drauf. Das wäre gut. Immerhin ist das Silvaro paralysiert, ne? Und natürlich direkt Schild drin. Ah, ärgerlich. Eigentlich sehr ärgerlich. Da ist erstmal draufmetzeln. Haben wir unseren Miraidon schon aufgeladen. Ja, und zieht auch bei Schild, obwohl Schild drin ist, gut was ab eigentlich, Blitztechnik. Kann nicht sein. Hat er mal Miraidon direkt rausgekickt. Zeit auch extrem schnell runter, weil die anderen auch schon
Soll ich mehrmals, wenn sie gestorben sind, oder? Ah, ist doch hart. Muss ich sagen. Hau einmal, weil er drauf ist, soll ich machen. Oder setzt beim nächsten Versuch, wenn wir jetzt gleich noch einen Versuch haben, direkt Blitztechnik so ein, oder? Sobald er sein Schild reinhaut, zieht man dann nicht mehr so viel ab. Leider wieder nicht geschafft. Und raus aus der Grotte des Graus wieder. Aber krass, die anderen sind auf jeden Fall mehrmals gestorben, ne? Ja, ich glaube, wir haben nur eine halbe Stunde, um das Subaru zu kriegen. Wenn ich es nicht kriege, wäre sehr, sehr ärgerlich. Das wäre sogar extrem ärgerlich dann. Ja, heißt natürlich direkt. Ja, wieder aufs Poképortal. Und natürlich schauen, dass der Baro wieder reinkommt. Ich würde sagen, erstmal reinschauen. Nebenbei muss ich hier gleich auf dem Handy mal was schauen. Sehe ich gerade. Ja, erstmal reinwählen, das dauert natürlich immer ein bisschen, dann kann ich hier nochmal schauen. Oder hier schon irgendwelche Probleme hat irgendwie, aber die Einwahl dauert eh lange, das heißt, es passt gerade. So. Und wir sind sogar drin, sehe ich gerade, das ist sehr gut. Ja, Pokémon natürlich, lasse ich auf Miraidon natürlich. Erstes Pokémon im Mann. Ich würde aber sagen, die Taktik, diesmal haue ich direkt sofort mit Blitztor drauf, oder? Bevor er sein Schild einsetzt. Das ist aber ärgerlich, weil er das Schild schon drin hat. Geht das nicht so viel ab. Der eine nimmt Wampitz. So, zwei im Moment auf Wampitz, ne? Ja, jetzt müssen wir natürlich auf die anderen beiden noch warten, super. Weißt du, warum einige manchmal so lange brauchen, mal zum Auswählen? Oder die suchen jetzt gerade ganz entspannt und chillig in der Pokémon-Box nach dem Pokémon. Und irgendwann in 10 Jahren geht es dann weiter anscheinend. Na, einer sogar raus gerade wieder, okay. Der eine Aaron, der bestätigt irgendwie gar nicht. Besser kann ich wenigstens nochmal schnell was nachfüllen hier an Wasser. Kann nicht sein. Eine Minute gleich noch. Ich wollte gerade sagen, der eine hat noch nicht, aber jetzt hat er mir Reinigung genommen. Heißt, müsste gleich losgehen. Beim vierten ist die Suche weg, aber ja, schauen wir mal. Zeit sollte eigentlich noch reichen. Hoffe ich doch zumindest. Also für das Baru jetzt so. Ja, heißt, weiter geht's mit dem nächsten Versuch. Titan-Silvaro. Ich würde sagen, ich mache jetzt wirklich wieder so mit Blitztor als erstes direkt drauf. Und hoffe, dass die anderen nicht so oft sterben.
Ohne Ladevorgang einmal. Ja, zumindest so lange, bis er kein Schild hat. Ne? Ja, das zieht nämlich jetzt direkt sehr gut was ab, wie man sieht. Also ich muss gar nicht erst Ladevorgang machen. Ja, ich sehe aber gerade, die anderen müssen eigentlich heilen. Alle im gelben Bereich, oha. Gerade so, die heilen die anderen Spieler jetzt oder nicht? Das eine Miraido leider gerade... Nein. Einmal K.O. gegangen. Ist nicht wahr, oder? Und er macht direkt sein Schild hier einmal. Wampitz sehe ich gerade oben links in der Leiste vom Japaner. Auch gestorben, aber somit Zeit wieder ein bisschen weg. Ja, ich gehe auf jeden Fall auf Angriff. Eisenhand von dem Jake auch gleich K.O., ne? Gar nicht gut. Kann nicht sein. Zeit geht gleich wieder weg. Ich kann immer noch nicht Terra kristallisieren im Moment. Ja, Zeit wird glaube ich wieder nix, wie ich oben sehe. Sehr, sehr schade, weil die anderen auch einer nacheinander rausgeklatscht wurden. Frage ist, ich könnte natürlich im nächsten Versuch, weil irgendwie hat jetzt keiner von den geheilt, auch von den anderen Spielern, dass ich beim nächsten Versuch auf Heilung gehe, also das Team anfeuer, auch bleib standhaft. Vielleicht klappt es ja dann, wenn die anderen Miraido mit drin haben, dann mache ich das auf jeden Fall. Weil irgendwie, außer vorhin das eine Mal, habe ich gesehen, dass einer geheilt hat, sonst heilen die alle nie, ne? Somit geht die Zeit natürlich extrem schnell runter. Ja, wie jetzt gerade hier bei diesem Anlauf. Extrem ärgerlich. Ja, würde ich sagen, direkt wieder aus Poképortal natürlich. Bis wir Silbaro haben. Eigentlich ärgerlich. Ja, sollten da jetzt mehrere Miraido mit drin sein, gehe ich auf Heilung, bleib standhaft, mache ich dann die ganze Zeit. Also dreimal kann man es ja machen. Entweder anfeuern, also auf Verteidigung, Angriff oder halt Heilung. Würde ich dann auf Heilung machen. Wenn die anderen dann auch Miraido mit drin haben, dann können die nämlich angreifen und ich heile dann, würde ich sagen, oder? Oder einer hat sogar schon, sehe ich gerade, Miraido und direkt mit drin. Ich würde sagen, ich nehme auch direkt wieder Miraido. Ah, okay, sogar zweimal und Eisenhand. Dann würde ich sagen, wie gesagt, dieses Mal gehe ich auf Heilung. Das Team ist sogar sehr gut, wie wir gerade sehen. Dann gehe ich auf jeden Fall auf Heilung. Beziehungsweise beim ersten Mal kann ich ja angreifen. So wie eben. Das zieht er immer ein bisschen was ab, bevor er sein Schild einsetzt. Und danach direkt auf Heilung auf jeden Fall. Okay, somit nächster Versuch. Schauen wir mal. Im Moment, wie gesagt, Team gefällt mir im Moment. Dreimal Miraido und Eisenhand. Mit drin. Da ist wieder volle Miraidon-Power. Sollte hoffentlich klappen. Das heißt, erstmal mit Blitzflut drauf, das erste Mal zumindest. Danach heilen. Oh, das sieht schon sehr gut aus gerade. Ich glaube, das ist sogar ein starkes, ne? Ja, jetzt sehe ich gerade die anderen. Gelber Bereich, oha. Ja, also bei einem Miraido sogar gerade einmal K.O. gegangen. Nicht wahr? Ich würde sagen, auf jeden Fall jetzt auf Heilung die ganze Zeit. Eisenhand auch gleich raus, das eine Pokémon.
Dann möchte das Menü natürlich gerade wieder die Öffnung, ne? Direkt Schild drin. Nicht wahr. Okay, einer hat gerade sogar geheilt. Und hat mitgedacht. Da ist mein Mireille und auch wieder hoch. Frage ist, gehe ich auf Heilung, weil der eine Eis, ich gehe auf Heilung. Auf die Beine. Das eine Pokémon ist im gelben Bereich, sehe ich nämlich gerade noch. Ja, lass die anderen schön angreifen. Hat aber bei dem einen Mireille nichts gebracht. Ist sogar direkt K.O. gegangen, das eine. Somit aber Eisenhand wieder hochgedoppelt und wieder gelber Bereich. Ah, ich würde sagen, direkt wieder auf die Beine. Und hoffe, dass die anderen das jetzt hinbekommen. Einmal kann ich noch heilen, ne? Oha. Direkt roter Bereich bei meinem Mireidon. Auf die Beine nochmal. Ich hoffe, dass es was gebracht hat. Jetzt kann ich auf jeden Fall nicht mal anfeuern. Zeit ist aber über die Hälfte weg. Oh nein. Klatscht da mein Mireidon noch hier. Somit Zeit wieder ein Stückchen weg. Ich würde sagen, so einfach ist das Event doch nicht, oder? Ich hatte gelesen, bei einigen, die haben das dann so direkt bekommen. Einige wiederum haben ein bisschen länger gebraucht und so. So bei Anfeuern und so kann ich nicht. Man kann höchstens als Blitz draufhauen. Sehr ärgerlich, oder? Vor allem, wenn man es eigentlich haben möchte, weg so schnell wie möglich. Dass dann nicht klappt. Hart. Ich würde sagen, das ist hart. Gewaltige Menge an Energie staut sich an, ja, super. Ich könnte natürlich als nächstes auch mal Skelo versuchen. Also Skelo Krog ist ja Level 100. Quajutsu ist ja auch Level 100. Quajutsu war Wasser irgendwie, ne? Wassergift, Punkt, Punkt, Punkt. Skelo Krog. Geist und Feuer, ne? Also Mireidon ist ja eigentlich ganz gut. So ist es nicht. Wie man da sieht, viele nehmen auch Mireidon. Ärgerlich ist nur, wenn alle immer sterben. Jetzt habe ich schon die ganze Zeit geheilt und trotzdem nichts. Super. Das gefällt mir gerade gar nicht. Ja, erstmal natürlich wieder ab ins Poképortal. Und Silvaro wieder auswählen. Okay, ich sehe gerade, der eine hat übrigens Wasser-Pokémon. Bei Jutsu hat auch einer der Alucard hier. Im Moment zumindest. Raid wurde aufgelöst, kann ich sein. Nicht wahr. Sind wir gerade reingekommen, Raid wird aufgelöst, super. Auch immer total ärgerlich und nervig, weil die Wartezeit natürlich dementsprechend auch wieder länger dauert. Ja, nützt nichts. Versuchen wir natürlich weiter. Nur dauert das, wie gesagt, ewig. Aber wieder drin, okay. Nimm ich jetzt Mireille oder Skelo? Glaube ich. Mal Quajutsu. Wasser und Lichtgift. Oh, Verteidigung 170, Mireille, aber Verteidigung 231, ne? Skelo sogar 235 an Verteidigung und Angriff. 189 sehe ich gerade. Ich glaube, ich nehme Skelo.
Ich versuch's einfach und hau dann irgendwie. Muss ich schauen. Mit irgendeiner schönen guten Technik drauf. Die ganze Zeit. Ich gehe jetzt auf jeden Fall hier dieses Mal bei diesem Durchlauf auf volle Angriff mit Skelo. Zwei haben Mirailo mit drin. Und eigentlich das Lamus da, genau. Okay. Nützt nichts, weiter geht's. Also ich sehe gerade, wir haben noch knapp 15 Minuten ungefähr. Also soweit ich weiß, geht das glaube ich nur bis 19. März 0 Uhr abends irgendwie, oder? Wäre ärgerlich, wenn ich es nicht kriege. Sicher bin ich mir nicht, aber irgendwas war da mit 19. März irgendwie. Mit dem Event. Ich würde sagen Hitzekoller-Moment. Angriff mit voller Kraft, der den Spezialangriff des anderen zurück stark senken. Den Spezialangriff senken nicht, dann würde ich sagen mit Bürde drauf, oder? Schauen wir mal. Ah, krass, er zieht sogar schon gut Energie ab, kann nicht sein. Und Bürde zieht gar nicht so viel ab, super. Wäre Mirailo ja doch besser. Weil Bürde nicht so viel abzieht. Oder mit Hitzekoller drauf. Aber jetzt müsste ich eigentlich anfeuern, weil die anderen. Ja, machen wir auf die Beine, okay. Die anderen haben auch sehr wenig Energie im Moment. Nicht wahr, oder? Das Lamus ist von allen direkt gestorben. Mit Hitzekoller könnte ich natürlich auch drauf fahren, aber. Skelo wieder roter Bereich, kann ich sagen. Und Schild natürlich auch wieder drin. Dann gehe ich doch erstmal auf Heilung. Ja, direkt auf die Beine würde ich sagen, weil die werden bestimmt gleich wieder getroffen bei Skelos roter Bereich. Darauf hoffen, dass die anderen schon brauchen jetzt so. War klar, Skelo direkt sogar einmal K.O. Ich würde sagen, so einfach ist das Event ja doch nicht, ne? Du sitzt hier jetzt schon extrem lange an die Titan Subaru. Jetzt aber direkt mit Hitzekoller drauf. Ja, bringt eh nichts. Zeit geht oben schon wieder runter. Ich würde sagen, ich bleibe auf jeden Fall auf die Reinung gleich wieder. Mit Skelo war doch nicht so gut die Technik. Aber kann nicht sein, ich will Subaru haben. Mein wunderschönes Titan Subaru. Die Zeit läuft ab. Somit leider wieder raus. Direkt rausgekickt aus der Grotte des Grauens. Ja, ist nicht wahr. Würde es eigentlich nur einmal einfangen oder war es das? Da hätte man vielleicht so ein paar Dinger machen können, ein paar Pokémon farmen können oder so. Aber es will nicht in den Ball. Es ist doch schwieriger als ich dachte. Und wie gesagt, die Zeit läuft ab. Mit diesem wunderschönen Pokémon. Sehr ärgerlich. Dann natürlich direkt wieder ins Portal. Und so lange weitermachen, bis wir es haben. Oder bis das Event endet. Ja, mal schauen. Somit direkt wieder rein. Ja, ich muss aber schauen demnächst, dass ich auf jeden Fall auch das Pokédex voll kriege. Also privat werde ich natürlich auch so ein paar Pokémon farmen. Also ich habe auch privat so ein paar wenige gefarmt. In den Parts können wir natürlich auch gerne, also nach den Raids, wenn jetzt die Events vorbei sind und so, so wie jetzt gerade, und wir das Varo hätten, dann würde ich zum Ende natürlich auch weitere Pokémon farmen. Irgendwann vielleicht natürlich auch gerne Shiny. Ja, da ist wieder einer des Wampins. Misty nimmt Mirailon. Nobel, ja, nimmt auch Mirailon.
Und zweimal Wampins mit drin. Zweimal Miraidon, zweimal Wampins. Problem ist, ich habe keinen Wampins auf Level 100. Miraidon zum Glück auf Level 100. Ja, somit nächster Versuch. Schauen wir mal, ob es klappt. Ja, muss klappen eigentlich. Somit erstmal auf Blitztour direkt drauf, würde ich sagen. Anderen haben auch schon mal schön mit drauf gehauen, schon mal. Yes, also mein Miranda hat schon mal gut was abgezogen. Okay. Frage ist, heilen die anderen. Oder direkt mit drauf wieder. Ich würde sagen, ich gehe auf Angriff. Noch hat er sein Schild nicht drin. Und yes, das war sogar sehr gut gerade. Gefällt mir. Aber er macht Fußkick, hat aber nicht so viel abgezogen. Okay. Jetzt natürlich leider Schild drin. Das ist gefährlich. Ich glaube, einer gestorben, ey, oder? Man könnte jetzt. Doch, der Bumpkins da ein ist gerade einmal gestorben. Okay. Soll ich auf Angriff gehen? Mein Miraidon hat aber einen gelben Bereich. Misty auch gelber Bereich. Zweites Bumpkins auch gerade raus, kann nicht sein. Ah, ich glaube, ich gehe auf Heilung. Nicht wahr? Das fing sehr gut an. Dann kommt sein Schild, den er reinhaut. Man, die Reiter natürlich auch nochmal raus. Ist nicht wahr. Zeit extrem weit runter. Da die Wampitze. Da oben waren zwei. Jetzt ist die Reiter von mir noch. Super. Und direkt raus, kann nicht sein. Oppe somit, ja. Raus aus der Grotte. Ich will das haben, kann es sein, oder? Ich will dieses blöde Titan-Silvaro. Wir haben aber nicht mehr lange. Also laut meinen Informationen. Ich weiß nicht, ob das genau 0 Uhr war. Aber wenn wir das jetzt nicht schaffen, ist es sehr ärgerlich. Da habe ich es nicht. Könnte man natürlich über ein Ei bekommen dann, aber nicht als Titan dann, ne? Okay, ja, direkt wieder rein und natürlich weiter versuchen. So schnell wie möglich natürlich, solange es geht. Versuche ich es natürlich wieder mit Miraidon. Extrem ärgerlich, aber. Da wir jetzt schon sehr viele Anläufe hatten und leider nicht geschafft bisher. Ja, ich bleibe auf jeden Fall auf Miraidon viermal. Oh, nice. Viermal Miraidon. Das sieht sehr gut aus gerade. Das heißt, die volle Miraidon-Power jetzt sogar. Das heißt, eigentlich müssen jetzt alle nur direkt zum Anfang auf Angriff gehen, auf Blitztour. Dann wäre er sogar, glaube ich, direkt weg, ne? Wäre ja geil, wenn wir es doch noch schaffen jetzt. Wäre mega, mega, mega cool auf jeden Fall. Das heißt jetzt Daumen drücken, dass alle auf jeden Fall direkt auf Blitztour Angriff gehen.
Würdest du nicht unbedingt haben, das Subaru, das Titan-Subaru hier. Liam, Latte, Ink, Dent, bitte alle einmal auf Angriff, würde ich sagen, auf Blitztor natürlich. Ja, ich glaube, gehen alle auf Angriff. Das ist aus. Wenn einer hat noch aufgeladen, sehe ich gerade. Aber ich habe schon mal so gesehen dann draufgehauen, was auch sehr gut ist. Jetzt würde ich sagen, als nächstes muss ich gleich schauen. Hier sogar erstmal auf Anfeuern, oder? Und zwar auf Heilung. Die anderen können auch schon draufhauen schon mal. Nein, und er haut direkt sein Schild rein. Aber Hälfte der Energie oben passt weg. Nein, jetzt nicht die ganzen Miraidos killen hier. Wäre hart, oder? Ich kann keine Technik einsetzen gerade. Okay. Irgendwas mit Volltreffer habe ich gerade noch gesehen. Angriff sinkt stark bei dem einen. Jetzt schnell anfeuern und heilen. Ich glaube, das ist noch ganz gut gewesen. Noch keiner ist gestorben und die Zeit ist sehr hoch. Das ist sehr, sehr gut im Moment. Muss ich nur alle schön draufhauen. Ich gehe auf Heilung. Zweimal kann ich nur heilen. Aha, das eine sogar roter Bereich. Meiner jetzt auch im gelben. Roter Bereich. Gar nicht gut, gar nicht gut. Aber es heilt auch noch ein anderer hier gerade. Leider nur sehr wenig aufgefüllt an der KP irgendwie noch. Weitere Heilung kommen, das ist sehr gut. Ich würde sagen, ich gehe auch weiter auf heilen. Und der eine greift an und hat gut was abgezogen gerade. Oh, spannender Kampf, aber ich sehe gerade zwei Miraidos und sind down mit der Energie oben links. Oh, nicht gut. Nein, nicht nochmal. Och, nö. Zweimal wieder hintereinander. Somit Zeit natürlich wieder ein bisschen runter, ne? Jetzt wäre die Frage, jetzt könnte ich auf Angriff gehen eigentlich. Die Reise ist mit voller Energie wieder drin. Nein, kann nicht sein. Die Zeit gerade extrem weit runter eben. Ist nicht wahr, oder? Das wäre doch jeden Fall nichts, aber ich kann natürlich nochmal draufhauen zum Ende. Krass, wir haben ihn auf jeden Fall schon ganz schön weit runter bekommen. Zeit aber weg. Ist nicht wahr, oder? Ja, somit meine Miraido auch mal am Ende sogar direkt gekillt. Aber es war schon gut, wir haben ihn jetzt eigentlich sogar recht weit runter gehabt. Trotzdem nicht geschafft und leider wieder raus, obwohl das so gut anfing. Über die Hälfte an Energie oben weg gehabt. Sehr, sehr schade. Da hätte ich doch erst aufladen sollen zum Anfang und dann draufhauen sollen mit Blitztour. Hätte vielleicht ein ganz klein bisschen mehr abgezogen, aber ärgerlich. Das frustriert mich gerade irgendwie hier. Ja, direkt wieder rein und direkt weiter versuchen. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das genau 0 Uhr war. Sicher bin ich mir gerade nicht. Aber noch ist er drin. Ja, 2 Minuten spätestens werde ich es natürlich sehen. Wenn er dann noch drin ist hier, dann geht das Event sogar noch ein bisschen länger. Bin mir mit der Uhrzeit gerade nicht mehr so sicher, aber versuch's natürlich so lange, bis das Event läuft. Wäre natürlich schon schade, wenn ich es jetzt nicht kriege, ne? Aber krass, wir haben es fast gehabt eben. Okay, Eisenhand nimmt einer. Sehe ich gerade unten mit drin. Ich glaube, ich bleibe bei Miraido. Ne? Ich habe ja nur, wie gesagt, Skelokrok war nicht so gut. Quajutsu wäre jetzt auch nicht so gut. Und hier Eisenbündel hätte ich noch. Hätte aber nur rechte Hand. Gefriergetrockneter Rollbände, Eisstrahl. Ne, ich bleibe auf jeden Fall auf Miraido. Und hoffe, dass die anderen das hiermit schaffen jetzt.
Ich sage, dass unser Team das diesmal schafft. Aber krass, ein Vierer-Team wie Rhydon eben gerade. Und trotzdem nicht ganz geschafft. Okay, los geht's. Direkt. Ja, aber wir waren nur zu dritt irgendwie noch. Ja, nächster Versuch. Eventuell der letzte. Ich weiß nicht, wie das mit der Zeit ist. Keine Ahnung, ob das jetzt wirklich nur bis 0 Uhr ging heute. Keine Ahnung. Ja, ich würde sagen, erstmal Ladevorgang, diesmal mal erst Ladevorgang und dann Blitzpur. Ich sehe gerade von dem einen das Pokémon direkt im roten Bereich von Energie. Eisenhand auch direkt gelber Bereich. Und der eine sogar direkt einmal down. Somit Zeit natürlich ein Stückchen runter. Nicht wahr? Angriff sinkt stark. Aber kann nichts machen gerade. Na, was ist nun los? Kann immer noch nichts machen. Ja, Schild natürlich direkt wieder auf. Super. Jetzt aber Blitztour direkt. Einmal aufgeladen haben wir. Aber der eine ist anscheinend wieder gestorben. Zeit wieder runter. Also hat der eine auch wieder am Sterben. Hat aber gut was abgezogen oben. Obwohl ein Schild drin ist. Ja, kann nicht sein. Die anderen sterben hier, wie die fliegen gerade schon wieder. Sehe ich gerade links in der Leiste die ganze Zeit. Super. Und weiter mit Blitztour. Glaube aber nicht, dass wir das schaffen. Eisern kam eben auch wieder raus wieder. Aber es haben so gut wie kaum was abgezogen. Okay, Miraidon somit auch das erste Mal gestorben. Kann nicht wahr sein. Ich möchte eigentlich das wunderschöne Sedaro haben hier. Und direkt raus. Das war extrem schnell gerade, das Match. Super. Extrem schade, oder? Hey, jetzt ist nach 0 Uhr. Jetzt werden wir es natürlich sehen, wenn wir ins Poképortal reingehen. Werden wir natürlich sehen, ob das Event noch läuft oder nicht. Bin mir da nicht sicher, wie gesagt, welche Uhrzeit es jetzt war. Könnt natürlich ins Poképortal nochmal schauen. Bin aber eigentlich der Meinung gewesen, dass es 0 war. Müsste ich nochmal schauen, Moment. Man kann auch auf die Pinnwand hier auf dem Dings nochmal, beziehungsweise nicht auf die Pinnwand, sondern auf, wo war es noch, mit den Neuigkeiten, genau. Einmal auf Plus drücken. Da sehen wir, dass die Wände nochmal tritt einem mächtigen Sebaro entgegen. Also hier steht eigentlich, bis 19. März um 23.59 kannst du es, ja super. Das heißt, eigentlich ist die Zeit abgelaufen. Wir haben jetzt, aber schauen wir mal, vielleicht ist es noch drin. Eigentlich ist die Zeit jetzt abgelaufen. Ist aber noch drin, sehe ich gerade. Oh, das heißt natürlich noch mal schnell rau. Aber ist das Event dann jetzt direkt vorbei oder wie soll ich das verstehen? Aber haben wir jetzt noch den 20.05 Uhr. Eigentlich ist das Event zu Ende. Hier würde ich sagen, direkt Miraidon natürlich wieder. Ja, solange das Sebaro natürlich in der Liste auftaucht, würde ich sagen, versuchen wir es natürlich direkt weiter. Drei nehmen auch wieder Miraidon und so. Dieses Mal würde ich sagen, auch wieder erst Ladevorgang. Also erst aufladen, die Blitztechnik und dann drauf, ne? Und der eine hat wieder dieses Wampitz. Kann nicht sein. Warum nicht wieder viermal Miraidon?
Alle aufladen und dann drauf mit Blitztor. Wäre natürlich geil, wenn es klappt. Eigentlich ist das Event jetzt vorbei, wie gesagt. Und ich hab's nicht bis jetzt immer noch nicht. Okay, Ich würde sagen, wie gesagt, erstmal Ladevorgang direkt. Machen die anderen auch, naja. Schön Ladevorgang. Und beim nächsten Versuch direkt drauf gleich. Und das Warnpilz direkt gelber Bereich, kann ich sagen. Jetzt auf jeden Fall Blitztor direkt drauf, aber. Und noch kein Schild drin. Yes, das war sehr, sehr geil, gerade die Technik von mir. Wunderbar aufgeladen. Jetzt müssten nur noch die anderen eigentlich draufhauen, aber nein, kommen natürlich nicht zum Zuge. Aber krass, direkt so viel Energie weg, gleich mit einem Schlag sogar. Ich würde sagen, das war mega cool. Und ich gehe auch weiter auf Angriff. Die anderen können jetzt schön heilen, würde ich sagen, oder? Das Warnpilz wieder down, sehe ich gerade, oder? Links oben in der Liste. Mein Miraidon leider auch im Geldbereich gerade. Nö. Heilen die anderen überhaupt? Das hat so gut angefangen. Ich würde sagen, auf die Beine, weil ich auch im Geldbereich bin. Ich würde sagen, sicher ist sicher, oder? Wir sind alle so ein bisschen aufgeheilt. Fußkick. Ah, gerade noch einen roten. Nein. Hau da mal Miraidon noch raus. Nicht wahr. Jetzt die anderen. Schauen wir mal die Miraidon. Oh, sehr, sehr cool eigentlich. Zeit aber extrem weit runter, ist nicht wahr. Und Zeit gleich abgelaufen, super. Direkt immer Blitztor drauf. Kann nicht sein, oder? Leider nicht geschafft. Das war so gut. Ladevorgang, dann Blitztor drauf, wie wir gesehen haben. Extrem viel Energie weg. Die anderen, ich weiß nicht, warum sie nicht zum Zuge gekommen sind. Dann hat er seinen blöden Schild reingekriegt. Wenn das jetzt alle nacheinander gehabt, also mit Angriff draufgehauen hätten zum Anfang, super. Dann hätte das vielleicht sogar geklappt. Ich hoffe, dass Silvaro noch vorkommt. So wie jetzt gerade. Weil, wie gesagt, eigentlich ist das Event vorbei, aber schauen wir mal. Direkt auf Terra Raid. Und wieder auf die Pinnwand drauf. Ja, ist noch da, okay. Das. Das passt. Obwohl die Zeit abgelaufen ist im Moment. Sogar schon 10 Minuten drüber und trotzdem kommt Silvaro noch vorher. Okay, ja, dann würde ich sagen, verlängern wir natürlich so lange, bis ich es habe. Aber es war schon geil, eben, oder? Mit dem Blitzschlag, Ladevorgang und dann Blitztor drauf und es hat extrem viel Energie abgezogen. Wäre schon geil, wenn die anderen das jetzt auch so alle machen. Jetzt sehe ich gerade Morgoth, hat hier direkt. Eisenhand. Der eine hat auch, Tarsus hat auch Miraidon, oder? Der Wig hat noch nicht bestätigt. Aber mal gucken. Vielleicht schaffen wir es. Jetzt mit diesem Versuch.
Ach, er hat sogar schon Silvaro, sehe ich gerade hier. Der Big, der nimmt gerade Silvaro mit rein, okay. Da bin ich aber gespannt, wie viel er mit seinen Attacken da abzieht. Ja, ich bleibe natürlich am Anfang direkt immer auf Ladevorgang und dann Blitztor drauf, oder? So wie eben. Aufladen, draufhauen. Und danach eventuell heilen. Oder je nachdem, wie das Team gerade aussieht, dann nur. Okay, ich würde sagen, natürlich erstmal, wie gesagt, Ladevorgang. Die Technik von eben wieder. Und danach direkt mit Blitztor draufhauen. Ich hoffe, dass es alles wieder so klappt und die anderen auch schon draufhauen können. Eisenhand sehe ich gerade gelber Bereich. Nein, das ist eine Subaru. Ist sogar direkt einmal gestorben gerade. Vom Weg. Nicht wahr. So, jetzt schnell mit Blitztor, wenn es dann klappt. Kann aber nichts weiter wählen. Och nö, jetzt hat er direkt jetzt schon ein Schild drin, kann nicht sein. Extrem fies. Megamäßig extrem fies, würde ich sagen, oder? Ja, natürlich mit Blitztor drauf, wir haben wir extra aufgeladen. Zeit nochmal darunter, aber wieder K.O. ist und Eisenhand wieder K.O. Weiß nicht, warum die alle Eisenhand nehmen, weil Eisenhand extrem schnell K.O. geht immer. Ärgerlich. Ich bleibe auf Blitztor drauf da. Na, wird glaube ich wieder nichts. Auf jeden Fall Zeit über die Hälfte schon runter und die anderen auch alle K.O. Mein Mirai jetzt auch das erste Mal, ne? Aber schon krass, dass wir immer noch das Event machen können. Leider wieder direkt rausgehen, oder? Ja, Zeit ist ja gleich abgelaufen, okay. Ja, nützt nichts. Versuchen wir gleich natürlich nochmal. Ja, der Weg hat ja das Silvaro mit reingenommen irgendwie, der hat das ja schon, aber ist auch direkt weggeklatscht worden eben von dem. Muss mal schauen, ob er wieder auftaucht. Wäre natürlich schon geil. Versuch's natürlich so lange, bis ich's hab und so lange, wie gesagt, bis das Event zu Ende ist. Eigentlich ist es jetzt ja zu Ende, aber es läuft noch, was sehr, sehr gut ist. Ich würde sagen, müssen wir direkt schauen. Ja, ob das auf dem Portal noch vorkommt. Ja, ist sogar immer noch da. Okay, das heißt direkt wieder rein. Wundert mich, wie gesagt, eigentlich ist es jetzt vorbei. Das Event, aber es kommt noch öfters vor hier im Moment. Das die eine Runde, wie gesagt, war richtig gut. Ladevorgang, dann Blitz drauf und fast komplett besiegt. Wenn ein weiteres Miraidon getroffen hätte, dann hätte es auf jeden Fall geklappt eigentlich noch. So, nochmal Miraidon direkt. Und darauf hoffen, dass die anderen das mitschauen. Bumpitz, der eine wieder. Dreimal Miraidon. Oh, sehr gut. Könnte was werden. Aber könnte nur. Wir haben es auch schon öfters dreimal Miraidon mit drin gehabt. Plus Bumpitz. Ja, somit nächster Anlauf. Direkt Ladevorgang. Eigentlich im Moment die beste Technik, wenn alle drei Miraidons dann treffen würden. Also Ladevorgang, dann Blitztor
und alle drei ineinander treffen würden, dann hätten wir ihn mit einem Klatsch raus eigentlich. Somit erstmal laden. Und wieder einen Daumen drücken. Energie ein bisschen runter, aber passt noch. Nein, jetzt kein Schild rein, oder? Er darf noch kein Schild rein haben. Wäre ärgerlich. Okay, jetzt schnell Blitztor und drauf da. Okay, schauen wir mal. Ja, das hat auch schon wieder ganz gut Energie abgezogen. Wir müssen noch die anderen treffen. Alle nacheinander und er haut natürlich mal ein. Dann blöden Schild wieder rein. Darf keiner sterben, ne? Am besten. Ich würde sagen, direkt nochmal anfeuern. Wenn ich es rechtzeitig hinbekomme. Und er jetzt nicht wieder meinen Rhydon trifft. Roter Bereich. Anfeuern und auf die Beine. Schwerttanz, oha. Und auf die Beine nochmal. Nein, Miraido ist sogar einmal gestorben gerade noch. Frage ist immer, was mache ich als nächstes? Gehe ich direkt nochmal auf die Beine, Energie heilen. Miraido gerade kann nicht sein. Ist nicht wahr, oder? Bumpets auch einmal wieder raus oben sich gerade. Zeit extrem schnell runter. Super, ich könnte angreifen oder anfeuern. Jetzt würde ich sagen, greife ich an. Zeit ist ja eh fast weg. War alle gerade gestorben. Super. Und somit leider glaube ich wieder nicht, ne? Psydex trinkt knapp nur oben. Nicht wahr. Ja. Wäre jetzt eh nichts geworden. Miraido wieder tot. So ein K.O. Aber ich hoffe, dass weiterhin Silvaro vorkommen. Und wir das Glück haben und weitermachen können mit dem Event. Wäre schon sehr gut. Wenn es weiterhin klappt mit Silvaro. Aber wie gesagt, eigentlich ist das Event vorbei, trotzdem geht das nur mit Silvaro weiter, okay. Ja, direkt wieder rein. Und nochmal schauen natürlich. Ja, ist auch drin, okay. Krass. Eigentlich ist das Event jetzt schon 20 Minuten vorbei, sehe ich gerade. Das ist ja komisch. Trotzdem geht das noch mit Silvaro. Ja, dann bleiben wir natürlich drin und hoffen natürlich weiterhin, dass wir es kriegen. Es konnte keine Verbindung zu anderen Konsolen hergestellt werden. Ja, super. Nochmal schauen, ob wir reinkommen. Nur so lange, bis die Pinwand aktualisiert werden kann. Das regt mich irgendwie auf mit dem Silvaro, dass wir das die ganze Zeit jetzt nicht kriegen hier. Ja, während wir warten, kann ich natürlich noch schnell Wasser nachfüllen oder so. Okay, jetzt ist einmal da.
Die Mona hat auch direkt so Miraidon mitgenommen. Würde ich sagen, direkt Miraidon und weiterhin hoffen, dass das Event natürlich schön weiterläuft, obwohl es eigentlich schon längst vorbei ist. Okay, wieder dreimal Miraidon. Würde ich sagen, passt. Und einmal Wampitz, ne? Okay, somit Ladevorgang und Blitztour natürlich direkt weiter drauf. Und darauf hoffen, dass alle drei Miraidon hintereinander treffen zum Anfang. Somit, ja, erneut Daumen drücken natürlich, dass wir es schaffen. Okay, direkt, wie gesagt, Ladevorgang. Die Technik zum Anfang ist eigentlich immer die beste, ne? Die anderen haben sogar leichte Energie verloren, bei Miraidon auch ganz leicht, aber nur. Ich hoffe, dass er jetzt noch nicht so schnell sein Schild reinkriegt. Ja. Und Blitztor einmal direkt. Da hat schon mal gut was weggezogen. Und yes, die anderen treffen auch. Nur ist der eine noch direkt getroffen, somit gelber Bereich bei Subaru. Und jetzt hat er erst ein Schild drin, das passt eigentlich. Das eine Miraidon ist im gelben Bereich, sehe ich oben links gerade. Ne? Jetzt dürfen alle natürlich am besten auch nicht so viel sterben. Ah, das eine Miraidon ist sogar einmal gestorben direkt, kann nicht sein. Ich würde sagen, Moment, gehe ich auf Anfeuern? Ja, ich würde sagen, auf Anfeuern auf die Beine einmal schnell. Ah, Fußkick? Nein. Aber hat mich nicht gekillt, das ist sehr gut. Somit direkt wieder auf die Beine, auch ich heil weiter. Hoffe, dass die anderen auch den Ball angreifen, aber im Moment alles wunderbar, würde ich sagen. Sehr, sehr gutes Team im Moment. Einmal kann ich noch heilen, ne? Das heißt, Moment, direkt wieder auf Anfeuern auf die Beine. Alle haben nämlich so ein bisschen Energie verloren. Ich hoffe ja, dass es klappt jetzt. Wie gesagt, im Moment sehr, sehr gutes Team. Alle denken schon mit. Das gefällt mir. Ja, mit so einem blöden Fußkick hier immer noch. Aber zieht auch gar nicht so viel ab im Moment bei mir. Okay, jetzt kann ich natürlich nicht mehr anfallen. Das heißt, ich muss auf Angriff gehen. Das heißt auch... Ja, direkt mit auf vollen Angriff drauf. Während die anderen für noch ein bisschen heilen können, glaube ich. Ja, einer konnte auch gerade heilen. Ne? Aber das muss klappen auf jeden Fall. Okay, der eine hat sogar Terra-Kristallisierung. Nice. Roter Bereich, weiß ich warum. Aber oha. Wenn man natürlich jetzt alles sterben, geht die Zeit oben extrem schnell runter. Sind wir weiter drauf? Was anderes kann ich jetzt eh nicht machen. Ja, das eine Miraidon ist Terra kristallisiert, was sehr gut ist. Ah, mein Miraidon leider aber gestorben jetzt. Ich hoffe, dass die anderen noch draufhauen können. Ja, er kann auch draufhauen, okay. Das Zeit auch sehr knapp, aber wir haben noch ganz, ganz wenig Energie oben bei ihm. Okay. Das heißt, schön weiter drauf. Der eine kann auch noch mal raufhauen, glaube ich, noch.
Oh mein Gott. Wir haben ihn tatsächlich. Wir haben ihn tatsächlich geschafft. Ich glaub's nicht. Das heißt, ich habe tatsächlich noch meinen Titan-Sinvaro hier heute gekriegt. Obwohl das Event normalerweise, ja, seit etwas über 20 Minuten normalerweise offiziell vorbei ist, habe ich ihn doch noch gekriegt. Mega, mega cool. Ich würde sagen, das ist mega krass, oder? Haben wir ihn doch noch. Ja, somit habe ich meinen Titan-Sinvaro. Das ist mega cool. Ja, hätte ich nicht gedacht, weil eigentlich, wie gesagt, ist das Event da schon seit 0 Uhr vorbei und wir haben ihn. Unser Sinvaro. Fähigkeitenkapsel ist auch noch mit drin. Ein paar wunderschöne Bonbons, Protein, Calcium, Terra-Stückchen, TM. Oh, Sternstückchen auch mit drin, 2 Stück. Ja, insgesamt 4 so, oder? Ja, krass. Haben wir Sinvaro? Vital Sinvaro direkt eingesackt, noch. Ja, mega, mega krass, hätte ich nicht gedacht, aber das ist natürlich sehr, sehr geil, wie gesagt. Das heißt, es passt. Ich hab's und kann es jetzt schön in meine Box tun. Beziehungsweise erstmal kurz schauen. Und du kannst eine neue TM an der TM-Maschine herstellen, Stallalo. Okay. Wenn jetzt mal schauen, wie gesagt, letztens habe ich natürlich, wie gesagt, auch hier, also Windebogen und Eisenblatt geholt im letzten Event. Das haben wir leider nicht mit im Let's Play gehabt, aber das hätte ich auch nicht mehr hinbekommen im Let's Play. Also die beiden haben wir privat geholt und so. Zoroark haben wir durch das DLC. So, dann schauen wir direkt mal rein. Bei Jutsu übrigens, da haben wir sogar 2 Parts für gebraucht, ne? Um das zu kriegen auf jeden Fall. Und da ist es auf jeden Fall Sinvaro mit 100 natürlich Pflanze, Geist und Flug. Mega, mega geil auf jeden Fall. Mein nächstes Pokémon mit Level 100 natürlich und Titan-Pokémon natürlich. Auch mega geil, oder? Ja, Windebogen und Eisenblatt haben wir natürlich auch geholt, wie gesagt. Und ja, das Ei hatte ich ja geschenkt gekriegt, ich glaube vom Zerocam war es. Das müsste ich übrigens auch nochmal weiterentwickeln. Krass, haben wir es. Hätte ich nicht gedacht, dass wir das noch schaffen heute. Ja, Speicher natürlich ganz, ganz wichtig. Autospeicherfunktion haben wir deaktiviert. Ja, dann würde ich eigentlich sagen, war es das hier mit dem Event. Ja, zu Sinvaro auf jeden Fall hier an dieser Stelle. Ich lege eine kurze Pause ein und werde wahrscheinlich gleich noch ein weiteres Game zocken. Heute haben wir jetzt noch ein bisschen Mario Kart und Pokémon Purpur. Ja, Event haben wir somit abgeschlossen, da wir Sinvaro jetzt da eingesackt haben. Ich bin die ganze Zeit überlegen, was ich spiele. Das entscheide ich natürlich gleich in der Pause. Ja, dann würde ich sagen, kurze Pause und bis gleich dann.